geschätzte Messebesucherinnen und Messebesucher, liebe Teilnehmerinnen vom Smart City Hackathon 2023. Herzlich willkommen in der Eventhalle und zum Abschluss vom Smart City Hackathon 2023. Wir sind eingeladen hier in die kleine Lounge und die grosszügige Lounge von der Bancavera zum Platz nehmen, egal ob ihr dabei sind oder ob es euch einfach interessieren tut. Ja, was ist ein Smart City Hackathon? Für die, wo das ein bisschen neu ist und ein bisschen komisch tönt, da werden die interdisziplinären Teams, also ganz durchmischte Team, innerhalb von 42 Stunden, und gestern Freitag haben wir gestartet, neue digitale Lösungen für die Stadt, aber auch die Region Zürich-Oberland ausgearbeitet. Im besten Fall hat man am Schluss, also jetzt, Viertel ab 5 Uhr, Samstagnachmittag, weitere Ideen, wie es weitergehen soll, oder vielleicht sogar ein Prototyp, wo aus diesen digitalen Ideen entstanden sind. Das ist ein Schritt Richtung digitale Stadt und digitale Region und hat das mal zum ersten Mal so viel öffentlich stattgefunden, nämlich im Rahmen da von der Zürich-Oberland-Messe. Und damit ihr einen Eindruck habt, wo haben wir geschafft, so hoch oben von der Eishalle, das war unsere Aussicht vom Arbeitsraum, und haben uns da so ein bisschen ins Kämmerchen reingeschlossen, um all die Ideen auch fruchten zu lassen. Viel ist diskutiert worden, viel ist ausgeheckt worden, die Köpfe hat man zusammengesteckt und natürlich hat die Freude nicht gefehlt. Auch am Schluss jeweils von einem harten Arbeitstag haben wir dann dürfen geniessen und die Ideen in einem Aperorahmen weiter stimmen. Und so am Rand mitgeschaut und mitgehört und mit ganz gespitzten Ohren ist auch der Pascal Basso, Stadtpräsident von Witzigen. Dich begrüßen wir mit einem herzlichen Applaus auf der Hackathon-Bühne, Pascal. Ja, guten Abend miteinander. Eben, in den Städten und Gemeinden steht ja Digitalisierung eigentlich erst am Anfang. Der Stadtrat von Witzigen hat in seiner Vision 2040 sich ganz klar auch Gedanken zur Digitalisierung gemacht. So als Kernsatz steht, oder auch als Ziel auf 2040 her, in Witzigen sind die städtischen Dienstleistungen digital transformiert. Witzigen entwickelt sich hin zu einer smarten Stadt und passt sich den zeitgemäßen digitalen Entwicklungen der Gesellschaft an. Das ist ganz wichtig. Als erstes wird dann auch zum Beispiel eine zeitgemäße Website aufgeführt. Dort wird vor allem auch der Ausbau von Online-Dienstleistungen postuliert, wie zum Beispiel an einem virtuellen Schalter. Und eine Bereitstellung von Kollaborationsplattformen und für Projekte und Verfahren ist für uns vom Stadtrat ein wichtiger Punkt. Und mit einem Hackathon, mit dem, den wir jetzt zum zweiten Mal durchführen, gehen wir genau in diese Richtung. Ich habe mich gestern Abend, eigentlich erst nach der Hackathon-Halbzeit, ganz kurz können persönlich überzeugen, wie weit sie mit welchen innovativen Ansätzen bereits gekommen sind. Der schnelle Fortschritt an einem Hackathon verblüfft mich persönlich immer wieder. Weil die Stadt Witzigen führt die Hackathons durch, weil man sieht, wie innovativ man ist in so kurzer Zeit. So werden neue Ideen ausprobiert und mitunter auch ganz unkonventionelle Lösungsansätze entwickelt. Man konzentriert sich dabei oft auf reale Probleme oder Herausforderungen, sodass man dann wirklich die Möglichkeiten hat, in dieser kurzen Zeit Lösungen für echte Probleme zu entwickeln. Hackathons ermutigen aber eben auch zur Entfaltung von der Kreativität und bieten Raum für eine unkonventionelle Idee und Ansatz, die dabei auch Teilnehmer natürlich dann eben Prototypen oder Demonstrationsmodelle können entwickeln. Einfach, um einmal überhaupt die Machbarkeit für ihre Ideen aufzuzeigen. Es freut mich aber auch immer, Teilnahme von unseren Mitarbeitenden, weil das ist ganz wichtig. Weil man hat dort dann die Möglichkeit, neue Fähigkeiten und Technologien zu lernen oder kennenzulernen und sein Wissen zu erweitern. Indem man zum Beispiel auch Herausforderungen schaffen, die man sonst in seinem Arbeitsbereich so nicht hat und nicht kennt. Außerdem knüpft man auch neue Kontakte, und das ist eben auch das Wichtige. Man kann mit Gleichgesinnten in Kontakt treten und potenzielle berufliche Verbindungen auch aufbauen. Beim Hackathon wird das Problemlösungsvermögen gestärkt und die Fähigkeit und Netzwerke der Teilnehmer werden eben durch das auch erweitert.
aber auch die Partizipation von unseren Betrieben von Wetzikon, die damit geholfen haben, die technologische Innovation während dem Hackathon voranzutreiben, dürfen nicht auslassen. Und man kann da so auch Hürden und Grenzen zwischen der Verwaltung und unseren Betrieben aus Wetzikon auch abbauen. Wir arbeiten gemeinsam, wenn auch nur für kurze Zeit, an einem gemeinsamen Projekt und daraus kann dann eben auch mehr entstehen, wo länger andauert. Ich hoffe darauf, dass das so passiert. Wir erhoffen uns natürlich, dass wir jetzt dann außer den einzelnen Challenges mehr als nur ein Mockup sind, sondern etwas, das dann bleibt, wo geschaffen worden ist, wo man dann auch zum Beispiel auf unserer neuen Website, die sicher im ersten halben Jahr wird kommen, dann auch brauchen und sehen und benutzen kann. Ich möchte mich von dem her schon jetzt bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern recht herzlich bedanken für euer immenses Engagement und euer Durchhaltevermögen. Und auch ein Dank an allen, die im Vorfeld dafür gesorgt haben, dass wir mit dem zweiten Hackathon da an der Zoom überhaupt können durchführen können. Namentlich der Stefan Lenz, Stadtrat auch von Wetzikon, und unsere Stadtschreiberin Martina Buri. Danke vielmals und dann bin ich gespannt, was da noch kommt. Merci. Dankeschön, Pascal. 6 Challenge-Ideen sind eingereicht worden und die werden jetzt präsentiert. Da geht es um Augmented Reality oder Siedlungsökonomie oder auch neuartige Apps für Seniorinnen. All das versteckt sich da drin und wir sind gespannt auf die Ergebnisse und sind vor allem auch in dieser Challenge 1 mit drin. Der Stefan Lenz, nicht nur der Vater vom Smart City Hackathon, sondern auch der Challenge-Owner von dieser Idee Gemeindeporträt. Bitte schön, Stefan. Danke vielmals, Chats. Das Mikrofon ist gerade kurz alleine, aber unsere Arbeit dafür nicht. In dem Sinne freue ich mich, das Ergebnis von der Challenge Nummer 1 zu präsentieren. Ich fange gleich mal an, wo sind wir gestartet. Was ist die Idee von dieser Challenge Nummer 1? Die Challenge Nummer 1 hat zum Ziel, sage ich mal so, auf den einfachen Punkt gebracht, Daten, die schon vorhanden sind, Daten, die aber auch von unserer Verwaltung nach Zürich geliefert werden, auch wieder eigentlich in dem Sinne zurück auf unsere Webseite zu bringen und unseren Bürgern einen Nutzen zu stiften. Das heisst, wir haben heute eigentlich ganz viele Informationen, die wir auf dem Gemeindeporträt vom Statistischen Amt des Kantons Zürich finden tun, die eben auch regelmäßig aktualisiert werden von ganz vielen Fachstellen, auch von der Verwaltung. Die sind dort, die sind aber, sage ich mal so, eher geruhsam dort und auf unserer Webseite selber haben wir nichts davon. Und darum habe ich dann die Challenge entsprechend lanciert und gesagt, ja, es gibt ja uns auch Einwohner, Unternehmer, politisch engagierte Personen, die ein bisschen mehr wissen, was denn in Wetzikon entsprechend statistisch passiert, was ist die Entwicklung von der Stadt und was können wir davon auch für die Zukunft ableiten. Es hat da entsprechende Grundlageninformationen, die auch dienen für so eine Challenge, um mit so einer Challenge eigentlich starten und bearbeiten. Das ist ein typisches Auftragsblatt für so eine Challenge, wo dann das Team entsprechend dort abtauchen und sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Da sieht man den heutigen Ausschnitt von den Gemeindeporträts, wie sie vom Statistischen Amt von Kanton Zürich bereitgestellt werden. Ich habe mit ganz vielen entsprechenden Indikatoren mich stundenlang durchsuchen und statistische Informationen rausholen und eigentlich auch so einen Gemeindevergleich machen. Bietet sich jetzt zum Beispiel an, wenn man auf Wetzikon zügeln und dann wird sagen, was ist jetzt zwischen Athiswil und Wetzikon der Unterschied. Ich kann aber bis zu 3 Gemeinden auswählen und die auch untereinander entsprechend auch challengen, sage ich mal so. Und das ist mal die statistische Basis, die in einer Applikation angeboten wird. Und dann bin ich entsprechend auf EGOV-Partner zugegangen. EGOV-Partner ist die Unterstützungsstelle der Staatskanzlei im Kanton Zürich. Die hat auch sich mit der Gemeindeporträt thematisch auseinandergesetzt und haben eine Umfrage gemacht, wie denn das Gemeindeporträt eigentlich überhaupt genutzt wird. Und haben 3 einfache Fragen dargestellt. Ist es überhaupt bekannt, dass das Gemeindeporträt vorhanden ist? Wie oft wird denn das genutzt? Und werden die Daten, die man rausfischen tut, auch wiederverwendet? Und die Umfrageergebnisse sind eigentlich alle recht aufschlussreich, dass das Gemeindeporträt durchaus bekannt ist, dass es gebraucht wird. Sagen wir so, von 53% der befragten Personen nutzen das. Es sind 60 Personen befragt worden, die unterschiedlichsten Gemeinden. Und das hat uns dann zum Schluss
verleitet hat und gesagt hat, ja, es gibt viel, tatsächlich viele interessante Informationen auf dem Gemeindeportal und wir müssen das auch bei uns wieder nutzen und zur Verfügung stellen. Aber wie denn? Das hat dann eigentlich zur Diskussion geführt, wer sind die wirklichen Nutzer? Wir haben da einfach jeder Mann, jede Frau von Wetziken, die sich informieren über Wetziken. Dann haben wir aber auch zum Beispiel eine Lehrperson, einen Jungunternehmer oder einen Parlamentarier, der sich da mit Wetziken auseinandersetzen will. Und man sieht in den mittleren Spalten eigentlich mögliche Informationsbedürfnisse können vorhanden sein. Also die Wetziker Einwohnerin will zum Beispiel etwas wissen über die Altersstruktur, über den Bevölkerungsbestand und Haushalt, aber auch über den Wohnungsbestand oder über die Bevölkerungsbewegung. Also wer zügelt her, wer zügelt weg. Das sind alles Informationen, die man finden tut. Und dem sagt man jeweils in der Entwicklung von so Challenges, das sind typische Personas. Das heisst, man tut da Musterbenutzer eigentlich entwickeln. Wer wären denn die Musterbenutzer? Was haben die für Bedürfnisse? Und in so einer Challenge geht man nicht her und sagt, ja, man tut eigentlich sogenannte Informationssets zusammenstellen, wo dann die Informationsbedürfnisse von diesen möglichen Benutzern erfüllen. Dann noch einen Schritt weiter gegangen, eigentlich sich zu überlegen, ja, wie sieht denn das jetzt aus, wäre das auch noch abrufbar? Statt dass man eigentlich nur von den ganz strukturierten Informationen her kommt, eben nach dem Motto, die und die Person hat die Informationsbedürfnisse und wir zeigen dann genau 4 oder 5 Indikatoren an, kann man sich auch vorstellen, dass ich einfach eine Frage stelle. Das ist jetzt nicht gerade eine künstliche Intelligenz zu verwechseln, sondern das ist einfach eine einfache Logik, die hineingehängt wird. Wenn ich da in dem Fragefeld etwas eingebe, mit der Fragestellung, wie viele Wohnungen sind denn gebaut worden, dann schaut man natürlich an das Schlüsselwort Wohnungen rein und mit dem Schlüsselwort Wohnungen wird hinten dran entsprechend dann gesucht in dem statistischen Modell. Wir haben die Schnittstellenbeschreibung, die im JSON-Format vorliegt vom Statistischen Amt Kanton Zürich. Und mit dieser Schnittstellenbeschreibung kommen wir mit der Talus-Informatik, unser Provider, ist wieder eine neue Webseite. Er ist heute auch am Tisch gesessen. Die Schnittstelle sicher auch gut implementieren. Und haben so dann gesagt, der Vater noch ein bisschen weitergesponnen und gesagt, okay, wie sieht das denn ganz konkret aus? Ja, und wenn man dann so Testabfragen durchführt, sieht man eben im Jahr 2021 haben wir zum Beispiel 295 Wohnungen in Wetziken realisiert. Oder der aktuelle Leerwohnungsbestand, der beträgt 1,01% Anfang 2023. Mittlerweile ist der Leerwohnungsbestand leider bereits tiefer. Aber das ist mal der aktuelle Stand, wo man im Statistischen Amt finden tut. Ja, und nach diesen inspirierende Entwicklung ist die Frage, wie geht denn die Reise weiter jetzt? Und die Reise geht so weiter, dass wir natürlich im neuen Webseitenprojekt zuerst müssen wir damit auseinandersetzen, wie sieht denn das Seitendesign aus von unserer neuen Webseite. Das wird vom Webseitenprojekt das Ganze entwickelt und erfahren geben. Darum ist das auch mit der Linie entsprechend abgrenzt von dieser Challenge, weil das ist dann wie eine Vorgabe, die kommt im Projekt rein, um das mit implementieren. Und nachher haben wir eigentlich die einfache Reise mit diesen 4 Schritten, dass wir uns nochmal über Personas das Gewissen ablegen, welche Personas nutzen das wirklich, was haben die für Bedürfnisse. Sprich, das, was jetzt da in der Challenge erarbeitet worden ist, das wird nochmal validiert. Wir gehen der Benutzerreise durch. Wer surft wirklich auf unserer Webseite? Woher? Was sind die typischen Reisen auf wetziken.ch, die man absolviert? Da braucht es auch viel statistisches Material. Von dem können wir über die Sätze wiederum ableiten und sagen, welche Informationen wir bereitstellen. Und ganz wichtig am Schluss, wir müssen auch Tests mit echten Benutzern durchführen, dass wir über das wirklich anbieten, wo gesucht wird. Ja, das sind die Ergebnisse von der Challenge-Idee Nummer 1. Wir sind das in dem Sinn, wie der Pascal gesagt hat, parat für die digitale Transformation im Bereich von Gemeindeportalen. Könnt die Schnittstelle implementieren und dann da sicher in naher Zukunft den Service auf unserer neuen Webseite integrieren. Soweit fertig. Ich glaube, innerhalb von 10 Minuten. Danke vielmals. Und wenn ihr hier und da dann auf die Folie schaut, das Gefühl, das ist ein bisschen wie, da hat es auch Notizen drin, das soll auch mal ein bisschen sinnbildlich sein und nicht immer genau, wie ihr es kennt, auf einem PowerPoint alles genau auf den Punkt lesbar sein. Ihr leset Projektinformationen hoch- und tiefbau. Auch da verstecken sich ein Haufen Informationen, die Bürgerinnen und Bürger interessieren tut, die man abprüfen soll. Und damit soll auch das entsprechende Amt in der Verwaltung entlastet werden, wenn man eben Informationen selber holen kann und sein Lust und Gewunder stillen.
In dieser Challenge, die vorne mit den Ergebnissen, ist der Martin Frischknecht und ihn begrüßen wir mit einem warmen Applaus auf der Hackathon-Bühne. Dankeschön. Merci, Giacinto. Gut. Die Ausgangslage hast du, Giacinto, schon kurz erwähnt. Es geht darum, aus dem Baubereich Informationen, die in der Stadt vorliegen, sichtbar zu machen, den Bürger zu zeigen und da einen Einbezug auch mehr von allen Anspruchsgruppen sicherzustellen. Wir haben mit dem Hackathon eigentlich ganz am Anfang angefangen, in der Konzeption. Haben uns am Anfang einmal überlegt, was sind denn Anwendungen, der Nutzen, der da könnte entstehen. Auf der anderen Seite haben wir uns nachher dann konkret eine Umsetzung überlegt, ja, wie könnte die aussehen, welche Informationen liegen heute vor, wie bringen wir die raus. Hier am Flipchart ein paar Eindrücke. Hier bereits einen ersten Versuch, mal eine Liste zu exportieren mit Informationen, die wir aus der Geschäftsverwaltung, aus dem CMI, wo auch alle Baugesuche drin sind, kann rausbringen und die darstellen in geografischer Relation auf den Grundstück oben in Wetzikon. Ja, ein paar Details. Wir haben die Zielgruppe natürlich Einwohner, aber auch die Verwaltung, Bauherren, Planer identifiziert mit ein paar Bedürfnissen, die sie könnten haben. Zum Beispiel Bürger, die wollen sehen, was passiert da in der Nachbarschaft für eine Bautätigkeit. Was läuft vielleicht im Rahmen von, wenn man jetzt eine Verwaltungsaufgabe hat und an einem bestimmten Projekt dran ist, was läuft da für Netz rundherum, habe ich alle Informationen. Ein paar Eindrücke, wie das ausgesehen hat. Da am Tisch der Stefan Lenz, der Thomas und von der Talus Informatik haben wir auch den Florian am Tisch gehabt. So ist die Arbeit eigentlich interdisziplinär gelaufen, weil das Ziel ist ja auch, dass man dann kann Informationen auf der Webseite, auf der neuen von Wetzikon präsentieren kann. Ja, was haben wir für Herausforderungen gehabt? Erstens mal die Frage, welche Informationen dürfen wir denn überhaupt öffentlich darstellen? Ist das rechtlich erlaubt? Da haben wir gemerkt, es gibt vorhandene Prozesse von Auflagen. Was heute schon vorhanden ist, dürfen wir sicher darstellen. Denn das Problem ist die Qualität der Daten. Sind die homogen? Sind sämtliche Attribute abgefüllt? Dann müssen wir einfach als Prozess anpassen im Baugesuchsprozess, dass wir alle Daten so haben, um gefiltert die Informationen rauszugeben. Und nicht zuletzt auch ist das IT-System sind heute nicht so offen. Dass wir gerade einen sauberen Report rausgebracht haben, da mussten wir recht üben, dass wir mal irgendwo nur schon einen Pilot angebracht haben. Genau, das habe ich schon erwähnt. Die Umsetzung ist dann einmal in einem ersten Fall mit Gebäudenummern, Grundstücksnummern, mit auch bestimmten Feldern aus der Baugesuchspublikation, mit Datumsfeldern. Wann ist eine Bewilligung erteilt worden und so weiter. Ja, das ist einmal so umgesetzt worden in meinem ersten Pilot. Hier eine Visualisierung auf dem Portal, das Wetzikon heute im Einsatz hat von der Ingesa, das Geoportal. Jetzt in dieser Darstellung hat man mal eingefärbt, rot, das sind aktive Baugesuche, gelb sind die aus früheren Jahren und dann auch mit ein paar Sachdaten dazu. Da kann man gleichzeitig auch auf dem, also die Karte, die hat man gerade live, die ist jetzt im Moment nicht öffentlich freigeschaltet, aber in einer Benutzergruppe zur Verfügung. Kann man das mit dem Handy, mit dem Ortungsdienst, wo man sich gerade befindet, kann man durchlaufen, kann draufklicken und kommt dann auch gerade an die Informationen aus den laufenden offenen Baugesuchen. Ja, das weitere Vorgehen, was ist noch geplant? Es sind mehrere Schritte. Nach dem Prototyp gäbe es Phase 1, wo man das einmal in einem definierten Export aus dem CMI mit sauberen Prozess
dann auch visualisiert auf der Webseite und im Geoportal von Wetzikon. Dann in einer zweiten Phase wäre es ein wirklich systematisch nachgeführter Prozess, dass das irgendwie täglich immer aktualisiert ist. Und Zukunftsvisionen, wenn es natürlich möglich wäre, dass die Bürger in einem bestimmten Perimeter könnten, ein Abo machen, wo sie immer benachrichtigt werden, wenn dort irgendetwas läuft. Also sechs Baugesuche, sechs Änderung in einem Geobasis-Datensatz, neue Zonen, irgendeine Veränderung, dann sollten sie eine Benachrichtigung bekommen. Oder natürlich auch eine Aufnahme in die Melderfunktion von Wetzikon. Ja, das wären so die weiteren Schritte. Dann gebe ich gerne wieder zurück. Dankeschön, Martin. Und man merkt, da kann man Daten abrufen und dann weiss man, da wird gebaut, da kann man sich so etwas vorstellen und da muss man auch ein gutes räumliches Denken haben und Vorstellungsvermögen. Das ist nicht für jeden so einfach wie für mich manchmal auch nicht. Und was hilft heute und was wir zur Verfügung haben, das ist Augmented Reality. Kurzum macht man Sachen, die entstehen oder die mal da sind, sichtbar. Und zwar in der Regel auf einem Handy, auf einem iPad oder sonst einem mobilen Gerät. Und kann sich dann vorstellen, was da mal war oder was passieren wird. In diesem Rahmen haben wir einen Versuchsballon gestartet mit dem Römerkastell. Das ist im Gästeeinzugsgebiet von Wetzikon und ein wichtiges Gästeanlaufpunkt für das Zürcher Oberland. Und von der Firma Freisicht hat sich Anna Florina Kähling Zeit genommen, das Projekt mal anzuschauen. Vielleicht kennt ihr das Kastell, das hat Ruinen dort und man muss sich dann immer ein bisschen vorstellen, wie war es damals. Und was daraus geworden ist, willkommen auf der Hackathon-Bühne, Anna Florina Kähling, dein Applaus. Ja, danke. Ich werde euch vorstellen, das Römerkastell mit Augmented Reality, wie das aussieht. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, ihr steht vor diesen Ruinen und überlegt euch, wie hat euch das mal ausgesehen? Wie gross war das? Was für Materialien sind gebraucht worden, um das zu bauen? Wer hat dort gewohnt und gelebt und was habt ihr dort gemacht? Gross und klein zieht tagtäglich dort dran vorbei, an diesem prominent gelegenen Ort. Und wahrscheinlich viele stellen sich intuitiv diese Frage. Mit unserer Lösung werden wir allen vorbeigehenden Menschen die Möglichkeit geben, dass sie die Vergangenheit für einen ganz kurzen Moment in die Gegenwart holen können. Und zwar mit dem eigenen Smartphone und dank Augmented Reality erscheint das Kastell plötzlich in seiner erst einstmaligen Pracht auf dieser Anhöhe. Und jede Person kann erleben, wie das Service gesehen hat vor Jahrtausenden von Jahren. So sieht der Prototyp aus, wo wir mit einem exemplarischen Modell und vor Ort in Wingerhausen auf die Ruinen draufgestellt haben. Also das heisst, es ist ein digitales Modell, das überhaupt nicht dem entspricht, wie es eigentlich würde aussehen, aber einfach damit man sich das vorstellen kann, wie das der aussieht. Mit diesem Angebot wird so jeder Person völlig unabhängig vom Sprachverständnis sehr visuell und intuitiv und auch ganz leicht verständlich eine ganze Geschichte erzählt über das Kastell, über die damalige Zeit, wie eben Bauweisen waren, Dimensionen davon und auch Materialien. Und wer mehr will wissen, kann sich nachher immer noch Informationen holen, Textinformationen, die man kann nach Bedarf dazu holen. Genau, das Video zeigt, dass wir wirklich dort waren und das vor Ort getestet haben und das Kastell dort platziert haben. Es gibt so eine kleine Idee, wie das nachher aussehen könnte. Was man hier auch sieht, ist, wir waren nicht im Kastell, sondern rundum. Und das ist etwas, was wir gemerkt haben. Das, was spannend ist, primär ist, wenn man aus der Distanz aufs Kastell, das Kastell anschauen kann, weil es ist sehr gross. Und man kann das Ganze überhaupt erfassen, wenn man eine gewisse Distanz hat. Darum wäre unser Vorschlag, dass man verschiedene Standorte hat, rundum, wo man so aus verschiedenen Perspektiven anschauen kann. Und dann gibt es im Kastell drin auch noch die Möglichkeit, dass man vielleicht
eine Römerin oder einen Römer kann sehen, dort arbeiten, dass man das Detail sieht, wie ein Bad oder was auch immer dort alles zusammengegeben hat. Und aber in Kastell in der Nähe von dem her so Detailansichten hat. Genau. Damit das Ganze funktioniert, so wie wir es hier zeigen, braucht es eine App. Nur mit dem ist es möglich, dass man noch die frühere Ansicht entsprechend im Raum anschauen. Und die App-Entwicklung ist grundsätzlich eher teuer und aufwendig und wegen dem haben wir eine App entwickelt. Die heisst Artverse und das ist der Schweizer AR Multimedia Guide für Kultur und da ist allen Kulturanbietenden offen, dass sie den brauchen können und in dieser App ihr Angebot anbieten. Und wir finden, das Kastell eigentlich super reinpassen. Genau. Und grundsätzlich, das Tolle daran ist, dass für Nutzende ein sehr viel selbstseitiges Kulturangebot bietet. Und für Kulturinstitutionen ist es nachher eine zugeschnittene Plattform extra für sie. Es ermöglicht dort die Institutionen untereinander zu verbinden, dass man sieht, was machen die anderen. Man kann theoretisch selber Augmented Reality-Inhalte erstellen, ohne dass man irgendwelche IT-Kenntnisse haben muss. Und die Weiterentwicklung ist auch gewährleistet, weil wir kontinuierlich daran weiterarbeiten. Genau, was es nebst der Plattform braucht, damit wir das umsetzen können, sind Daten und Informationen. Wir müssen wissen, wie hat das ausgesehen, weil sonst können wir das ja gar nicht nachmodellieren. Wir haben dort gewisse Informationen, wo natürlich nicht klar ist, ist das wirklich so, aber es gäbe eine Grundlage, die wir darauf aufbauen und das Kastell so mal nachbauen. Und dann ist aber sicher noch die Frage, was gibt es noch für mehr Daten, die wir herausfinden können. Das Gleiche gilt dort mit Textinformationen. Es gibt also gewisse Art Gedichte, die wir gefunden haben, aber auch dort ist die Frage, was wollen wir überhaupt genau zeigen und auf welche Art wollen wir die Textinformation darstellen. Was sowieso braucht, wird sie eine Markierung vor Ort, damit man noch sieht, wo kann man etwas anschauen kann und das so grob, was muss man machen, damit man das sieht. Das sind so die Sachen, die wir brauchen, damit wir das umsetzen können. Und dann ist das jetzt eigentlich mehr so die absolute Basis, die ich euch gezeigt habe, was man machen kann. Grundsätzlich könnte man auch, dass man kann, wenn man die Burg sieht, dass man Bereiche kann anklicken kann und dann dazu weitere Informationen holen, die spezifisch zu dem Turm gehören, dass man selber, wir haben eben vorher noch ein bisschen im Hackathon diskutiert, weitere Ideen. Wir können das Kastell selber nachbauen, dass ich selber digital quasi das rekonstruieren kann. Wir können ein Suchspiel einbauen, dass man in der Mauer innen kann, muss Formen finden und dann hat er auch wieder etwas überkommt. Wir können digitale Römerinnen, die mit einem reden oder vom Arbeiten sind, sich selber verkleiden als Römerin mit Augmented Reality, das geht eben auch. Wir können das digitales Gästebuch einbauen, was die Person eintragen kann. Oder nicht nur einen Blick in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Das Kastell einbettet in den ganzen Römerweg, den man umsetzen würde. Genau. Oder auch visualisieren, was überhaupt rundum war. Also grundsätzlich, die Möglichkeiten sind extrem breit. Und das, wenn es jetzt also darum geht, wie weiter, wird wahrscheinlich so etwas vom Ersten sein, was darum geht, was ist überhaupt die Interessengruppe von dem Ganzen und dann mal Bedürfnis sammeln, was ist das, was am wichtigsten ist, was man eigentlich möchte von dem Kastell. Und so nachher überlegen, hey, wie gross soll das Konzept, also das Projekt werden, wie gross wollen wir das aufgleisen, wollen wir Stück für Stück vorgehen oder wird es gesetzt, so wollen wir es umsetzen und das wird dann umgesetzt. Und ich denke, das wären so die nächsten Schritte, die müssen bestimmt werden und wir müssen dann nochmal klären, was ist eigentlich genau die Datengrundlage, die man hat. Genau, umsetzen würden das wir, das Studio Freisicht. Ich bin Co-Gründerin davon. Uns gibt es noch nicht lange, seit 2020. Wir sind daran sehr klein und flexibel. Wir setzen explizit digitale Angebote um für Museen und Kulturinstitutionen und haben so schon sehr viel Augmented und Virtual Reality. Wir machen nicht nur Softwareentwicklung, sondern auch Workshop und Beratung. Uns ist wichtig, dass Produkte längerfristig funktionieren und nicht einfach ein grosses Projekt, das nachher wieder weggeht. Nicht unbedingt profitorientiert und wir haben Daten in der Schweiz. Das sind so Grundwerte, die wir mitbringen. Wir haben schon mit extrem vielen tollen Kulturinstitutionen zusammenarbeiten und auch viele AR-Projekte umsetzen. Im Aargauer Kunsthaus, im Creaviva in Bern, im Musée
de la Reformation in Genf, im Heck, in Langmatt, jetzt geht nicht mehr, aber hat man können. Durch Tourismus, Stadt Winterthur, Spülzigwelten, die haben alle zusammen ein Jahr Angebot, falls ihr mal schauen wollt. Genau, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Macht natürlich auch mehr Spass, wenn man in der Schule etwas sehen kann und nicht nur vor Steinmauern steht und die Identität von der Zürcher Oberländerin auch tief ins Herz geht und man gern da ist und gern da bleibt. Und wir freuen uns auf die nächste Challenge-Idee und was daraus geworden ist in dieser Zeit, in diesen paar Stunden seit gestern. Es geht um eine Sharing-Plattform von Gebrauchsgegenständen und ihr werdet staunen, auf was für Ideen und was für Austausch man da kommt und woher man auch weltweit Ideen holt für das. Und darum bei uns auf der Hackathon-Bühne der Martin Eggenberger und Tanja Schellenberg. Willkommen! Ich fand es mein erster Hackathon, mein zweiter gewesen und ich will es nicht so schnell wieder vergessen. Ich habe auch selten so viel Kaffee getrunken wie die letzten zwei Tage. Und wir haben gerade am Anfang uns überlegt, was ist eigentlich das Ziel? Die erste Fragestellung war relativ klein gestellt und dann sind wir ziemlich grösser geworden und haben uns dann wieder ein bisschen zurückbuchstabiert. Und zum Beispiel hier dargestellt, geht es eigentlich darum, dass man so Päckchen weiter schickt, Einzelprodukte einfach weitergibt. Geht es darum, dass man teilen, hin und her geben, mieten, Teilsystem oder geht es sogar wie in einem Fab Lab auch ums Wissen rund um die Produkte und ums Wissen über das Reparieren und das Flicken. Die ganze Sharing-Welt kann man eigentlich recht gross verstehen. Wir haben einen Begriff gelernt, wir haben ein paar Tools angeschaut und der Oleg und Martin haben zu meiner grossen Bewunderung haben sie auch gerade innerhalb von Stunden einen eigenen Prototyp noch programmiert. Hier ein paar Beispiele, was eine Stadt könnte zum Duschen oder Mieten anbieten. Und da sind wir gleich ein bisschen drauf gekommen, es gibt eher Investitionsgüter, wo man ein bisschen mehr dafür ausgibt, zum Beispiel einen Marktstand oder einen Schneepflug. Oder es gibt auch Verbrauchsgüter, zum Beispiel Reinigungsmittel, die ablaufen oder vielleicht sogar Lebensmittel, die ablaufen, die man möchte, schnell weitergeben. Es gibt vielleicht Sachen, die man am Wochenende nicht braucht und kann der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Und da gibt es ganz viele Aspekte, die man muss anschauen muss. Zum Beispiel der Schneepflug wird wahrscheinlich dann gebraucht, wenn es schneit, oder? Und das ist dann nicht so einfach, wenn 100 Leute auch wollen. Das muss man vorausdenken. Ablaufdatum, Reparierbarkeit kann auch sein, dass gewisse Geräte die Nutzung, Wartung sehr wichtig ist. Da kann man ein Kürzchen machen oder erklären oder Bedingungen stellen. Das ist im Detail nicht einfach, aber gibt es auch eigentlich schon viel, was ausprobiert worden ist. Wir haben Initiativen angeschaut. Es gibt eine ganze Welt, die sich mit Economy, Circular Economy oder Sharing auseinandersetzt. Zero Waste, Switzerland, Food Waste. Vielleicht kennt ihr einige von diesen Apps, die auch schon im Einsatz sind. Die Schweiz hat mit Ricardo eigentlich schon eine ganz grosse Sharing-Plattform, die erfolgreich ist. Und dann haben wir geschaut, was nacheinander steht. Und wo könnte man auch mitmachen als Stadt? Und jetzt tue ich glaube gerade Martin das Wort übergeben, weil ich habe noch viel überzeugen, dass man ein bisschen grösser denken kann. Danke, Tanja. Also wir haben ja, wenn wir das Bild hier anschauen, eigentlich unten links angefangen mit dem Challenge, dass das stadtintern ist, die ganze Sharing von irgendwelchen Maschinen oder Gebrauchsgegenständen. Wir haben dann aber festgestellt, eigentlich ist das ein verschenktes Potenzial, wenn man dort unten bleibt und haben dann auch festgestellt, ja, wer braucht das stadtintern? Das sind die Mitarbeitenden und haben dann das Kreischen oben durchgemacht und
ja, wenn man Mitarbeitende von der Stadt nimmt, dann nachher sind die ja nicht nur Mitarbeiter von der Stadt, sondern die meiste Zeit sind sie auch privat unterwegs. Und dann wird es schnell viel grösser. Die Frage ist dann, was dürfen denn die Mitarbeiter alles auch gegen aussen noch scheren oder anbieten und so weiter. Und man sieht auch die stadtnähe Betrieb, das wäre, wenn man denkt, vielleicht das Pflegeheim oder Stadtwerke oder irgend so etwas. Oder Schulen. Oder vielleicht auch, dann sind es Kantonsbetriebe, Kantonsschulen und so weiter. Halt einfach, wenn man dort bei den öffentlichen Institutionen bleibt, auch dann ist der Kreis schon viel grösser geworden. Wir haben dann auch festgestellt, ja, wenn wir so etwas entwickelt, warum können wir dann nicht auch weitere Gemeinden dazu nehmen? Die haben genau die gleichen Herausforderungen. In dem Zusammenhang ist uns auch noch per Zufall in den Sinn gekommen, warum gibt es eigentlich kein Repair-Café zu Witzig. Aber das ist nur so eine Klammerbemerkung. genau, also wir haben festgestellt, das Modell, das ist zwar stadtintern schön, aber es wächst schnell und man kann es eigentlich wirklich bis voll offen machen und dann sind alle dabei, die in Zwetziger wohnen, beziehungsweise noch besser, wenn man gerade aufmacht, dann machen wir es gerade schweizweit auf und dann nachher hat man auch einen richtigen Markt dafür. Aber die Challenge ist eigentlich nur das kleine Näckchen, ich darf noch schnell zurückgehen. Also, Challenge wäre auch nur das kleine Eckli unten links und mit dem können wir auch anfangen. Und wenn wir, ja, meine kleine Klammerbemerkung dort zum Repair-Kaffee, hat das dann da einfach mal schnell noch zu der Kreislaufwirtschaft, wie die eigentlich überhaupt funktioniert, gebracht. Das ist das Modell, das im Kanton Zürich gelebt wird oder sollte gelebt werden. Und die Challenge, die tut eigentlich die kleinen Teile teilen und wiederverwenden, abdecken. Ist aber natürlich noch nicht alles, was man dann nachher könnte weiterentwickeln oder weiter brauchen. Aber es ist sicher schon mal ein guter Anfang. Und irgendwann muss man ja schließlich mal anfangen, wenn es etwas daraus werden. Gut, wir haben dann geschaut, gibt es schon irgendwelche Tools, die das könnten, abbilden könnten? Und Tanja ist da. Und Tanja ist mitbeteiligt oder Mitentwicklerin bei Shareit. Du kannst das nachher noch genau sagen. Die Plattform Shareit, die ist international aufgestellt. Die geht, wird entwickelt in Tel Aviv und in Rio. Und sie hat schon 100'000, glaube ich, Mitbeteiligte, die daran arbeiten und auch bereits die Plattform nutzen. Die Plattform hat etwas noch nicht und das wäre eben so ein Closed-Source-Bereich, den wir dort gesehen haben. Das Kreis unten links, das kennen sie noch nicht. Das Kreis unten links ist aber in Entwicklung und gemäß Tanja wahrscheinlich etwa in einem Monat plus minus fertig. Aber ich glaube, ich gebe dir wieder, kannst du kannst noch mehr darüber erzählen. Danke vielmals. Ja, wir sind vom Verein Shareit Schweiz und wir tun seit einem Jahr das bekannt machen. Es sind inzwischen schon 2'500 Leute, die mitmachen. Wetzikon ist jetzt hier noch nicht auf der beliebtesten Stadt, aber das kann ja gleich werden. Und die Idee ist ganz einfach, wenn wir alle 10, es können auch 20, es können auch 100 Sachen sein, die wir nicht mehr brauchen, sichtbar machen für andere, also in die App reinladen, dann entsteht ein riesiger Marktplatz. Und die Besonderheit ist, dass man es ohne Geld macht. Das vereinfacht viel und macht viel grosszügiger. Also ich kann ein Kleidungsstück von mir drauf tun, kann sagen, ich hätte gerne 15 Punkte dafür, nicht Franken, aber so ungefähr in diesem Rahmen. Und wenn es jemand nimmt, dann kann ich mit diesen 15 Punkten etwas von jemand anderem nehmen. Und so ist es auch eine Besonderheit, finde ich, ist, dass man auch Wünsche rein tun kann. Jemand wünscht sich ein Gegen und jemand wünscht sich ein Velo. Und wenn jetzt jemand so etwas vorig hat, kann man sagen, ja, ich hätte das. Letzte Woche ist eine Gitarre so weitergegeben worden. Die es gegeben hat, hat gesagt, ich hätte gerne 100 Punkte. Die andere hat dann noch ein bisschen müssen Sachen aufgetan, damit sie genug Punkte hatte. Und ist dann aber sehr zufrieden gewesen, dass sie ohne Geld das hat können erstehen.
Und die andere, die es gegeben hat, hat sich die Wanderschule und ein paar Bücher erstanden. Und so fliessen die Sachen. Und ob es jetzt eine Stadt ist oder eine Schule oder eine Einzelperson, eigentlich je grösser, umso interessanter. Es ist ein Hackathon und wir haben den ein bisschen gehackt. Das ist, und der Kollege Oleg hat dann gefunden, ja, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen an den Datenschutz im Lernbereich schauen, hat das Datenmodell eigentlich können ziemlich gut absaugen. Ich war noch verblüfft. Wir haben ein bisschen geschaut, zu welchem Preis werden die Sachen angeboten. Es gibt Möbel für 700 Punkte oder Franken und der Durchschnitt ist ungefähr bei 25 Franken ist gestiegen mit der Zeit. Das heisst, die Leute haben mehr Vertrauen, geben mehr Sachen weiter. Wir haben dann heute Morgen noch mal mit Entwicklern Kontakt aufgenommen und eben Fragen und die haben gesagt, es sind zwei Städte, das ist Tel Aviv und Rio, dran, jetzt genau das zu machen, was du eigentlich gesucht hast, nämlich einen geschlossenen Bereich. Und da könnten wir jetzt mitmachen. Das heisst, da haben wir ein schönes internationales Dreieck, Wetzikon, Tel Aviv, Rio, wo dann hoffentlich die ganze Welt hilft, duschfreudiger zu werden. Falls das nicht klappt oder in der Zwischenzeit, hast du zusammen mit dem Oleg habt ihr eigentlich schon mal ein Datenmodell aufgebaut. Ja, also das ist noch nichts Wahnsinniges. Wir haben uns einfach Gedanken gemacht, was für Informationen es braucht und wie die Abhängigkeiten sind von diesen Informationen. Wir haben das in einem kleinen Programm zusammengestellt. Das stellen wir auch jetzt ShareIt dann zur Verfügung. Ich glaube, wahrscheinlich werden sie das mehr oder weniger schon kennen oder etwas ganz Ähnliches auch haben. Aber einfach damit sie unsere Ideen und unsere Anforderungen auch kennen, stellen wir das zur Verfügung. Und ich hoffe, sie können etwas Gescheites anfangen damit, dass die Closed Group dann vielleicht eben, sagen wir mal, in diesem Quartal fertig wird, das Jahr. Und hoffentlich können wir es dann übernehmen. Eine von der Fragen war noch, was machen wir denn mit den Punkten, die die Stadt dann hat, wenn sie plötzlich alle ihre Sachen, zum Beispiel am Wochenende, anderen zur Verfügung stellen. Sie dann schnell auf Ideen kommen, wie man die wieder einsetzen können. Man könnte sie den Mitarbeitenden geben, man könnte sie Flüchtlingen oder jungen Familien, Alleinerziehenden zur Verfügung stellen. Man kann auch selber, oder das ist ja auch die Idee, dass auch die Stadt fährt, also mehr duschen statt selber einkaufen. Da gibt es einen ganzen Zusatzbereich, wo man eigentlich recht kreativ den kann, im Sinne der Kreislaufwirtschaft nutzen kann. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, reinschauen wollt, könnt ihr auf shareit.mit2t schauen. Und hier im Hackathon gibt es weitere Gedanken, Notizen und Infos, die selbstverständlich für alle zugänglich sind. Toll, was entsteht, wenn man die richtigen Leute schon an Bord hat, die eben schon gewisses Wissen können mit eintragen und Erfahrungen haben. Und ganz andere Herausforderungen stehen der grossen Städte und Siedlungen auch oben. Man will nämlich grüner werden. Es soll mehr Bäume geben, mehr Pflanzen, mehr Blumen. Und wie geht man das an, oder? Dass man dann nicht aufs Mal auf der Hauptstraße im Kies muss fahren und im Flutter versinkt. Wo setzt man an? Dazu hat sich der Manuel Ressler Gedanken gemacht und Mut und die Ergebnisse erwarten wir da. Das ist euer Applaus für die blumige Idee im Hackathon 23. Danke vielmals für die Begrüßung. Ja, Mut und der Markus Dubs und der Rodolfo. Und ich habe uns zwei Tage lang Gedanken gemacht, wie wir mit dieser Challenge umgehen wollen. Unsere Challenge war, ich habe es nochmal versucht zu rekapitulieren, wie können wir unwirtliche Orte in Wetzikon zum Blühen bringen und so zum schönen Ort zu machen. Das ist jetzt das Foto aus St. Gallen. Es steht stellvertretend
aber ihr kennt so Strassenzüge, auch in Wetzikon. Auto dominiert, Beton dominiert und wenig grün. Ja, wir sind unheimlich, soll ich sagen, wir sind keine Fachidiotengruppe gewesen, sondern wir haben Leute von der Bildung, von der Kunstseite, von der Kulturseite dabei gehabt und ich von der Abteilung Umwelt. Und so ist es unheimlich inspiriert und interessant gewesen, um da miteinander nach Weg zu suchen. St. Gallen hat sich auch so Gedanken gemacht und einmal einfach visualisiert, wie so der Strassenzug eben könnte sich über lange Zeit entwickeln hin zu einem grünen Boulevard, wo man gerne eben sich aufhaltet und promeniert. Solche Zukunftsbilder sind wichtig, aber man muss sich auch bewusst sein, dass es gerade Jahre, Jahrzehnte, bis man so etwas in einer Stadt kann realisieren kann. Darum haben wir überlegt, wie können wir denn die Zeit, bis es so weit ist in Wetzikon, überbrücken mit temporären Massnahmen. Die Grundlage, die wir eigentlich benutzt haben, war das Grünraumkonzept, das wir letztes Herbst verabschiedet haben in der Stadt Wetzikon. Das Grünraumkonzept hat jetzt noch eine komische Farbe. Das ist ein Ausschnitt aus dem Grünraumkonzept, das zeigt an, wie die verschiedenen Flächen in der Stadt Wetzikon bezüglich Klima, Erwärmung betroffen sind. Es gibt Hitzegebiete, es sind Bahnhofstrasse, Rapperswiler Strasse, Zürcher Strasse, Industriegebiet, Richtung Romerhauseriet und so weiter. Und es gibt die blau schraffierten Kaltluftseen und Kaltluftströme. Und anhand von so Karten, so Datenmaterial, das wir schon haben, kann man auch definieren, was sind die neuralgischen Orte, wo man sollte handeln. Handeln, kurzfristig, sofort handeln, kann man zum Beispiel mit so temporären, provisorischen Gärten, Stadtgärten, Urban Gardening kennt man auch und so weiter. Ich glaube, das ist ein Foto aus Zürich. Genau, danke. Aber auch so temporäre, kurzfristige Massnahmen sind nicht so einfach zu realisieren. Die Stadt könnte vielleicht auf einzelnen Flächen so Sachen realisieren, aber die muss wissen, 85% der Flächen in der Stadt Wetzikon sind in privater Hand. Und das sind oft auch öffentlich zugängliche Orte, die privaten Flächen. Vorplätze, Parkplätze, Höfe, Strassenrandsituationen und so weiter. Und dort wollen wir die Leute versuchen mitnehmen, zum Massnahmen realisieren, wie da so ein bisschen das dargestellt. Wie kommen wir zu so einer idyllischen Strassensituation? Wie können wir die Zeit, bis wir dort sind, überbrücken? Da brauchen wir ganz viele Akteure und wir brauchen das Netzwerk, wir brauchen Multiplikatoren, die in der Stadt da sind, vielleicht ähnliche Interessen verfolgen. Die Interessen können seine Aufenthaltsqualität verbessern, Kundschaft, Passanten anzulocken. Die Interessen können sie aber auch Flächen zu kühlen, mehr Biodiversität anbringen und so weiter und so fort. All diese Akteure von SBB, Kanton bis hin zum einzelnen Grundeigentümer, Schulen, Naturschutzverein, Stadtverwaltung. Die wollen wir zusammenbringen oder die motivierten Leute finden, die zusammen arbeiten und in einer Struktur zusammenzunehmen und zusammen Massnahmen realisieren. Das ist jetzt immer noch ein bisschen abstrakt und jetzt ein paar Projekte, Teilprojektideen. Natürlich braucht es Öffentlichkeitsarbeit, es braucht eine Struktur, es braucht eine Plattform. Wir haben hier schon eine fertige Architektur für eine Webseite entwickelt, einen Hackathon, wo man halt Wissen kann abholen kann, Flächen, die man umnutzen melden
Akteur zusammenbringt, gute Beispiele zeigt und so weiter. Mir persönlich besonders Freude gemacht hat, ist der Input von Rodolfo von der Berufswahlschule hier in Wetzikon. Er ist Zeitungs- und Werklehrer und hat gesagt, hey, wir haben 100 bis 130 Schüler pro Jahr, die wirklich viel Zeit haben, die sind auf der Suche nach einer Lehrstelle, wenn sie die haben, haben sie Zeit für Projekte umzusetzen. Und er ist sehr interessiert, um mit uns zusammen Projekte anzugehen, handlungsorientierte Sachen umzusetzen. Eine Idee, die wir zusammen entwickelt haben, ist eigentlich, dass man Hotspots sucht, oder man kann auch negativ sagen, unwirtliche Orte, und zu Coolspots umbauen. Die Schüler würden zum Beispiel Pflanzträge bauen in der Schule als Aufgabe. Sie würden die vielleicht auch vor Ort bauen, dann laufen mehrere Wochen auf so einem Platz etwas, dann würden die Töpfe gepflanzt werden. Und vielleicht können wir dann auch da mit den Jugendjobs etwas machen, dass man eben die Anstellung zum Beispiel Töpfe dann wässern regelmässig. Aus Frankreich sind wir inspiriert worden von den Ville Fleury, also Blumenstädte. In Frankreich war das ein grosser Erfolg, dass man gesagt hat, hey, wer ist die schönste blühende Stadt? Und das kann man sich vorstellen, dass man es quartiermässig, strassenmässig auch macht. Dass man Quartierverein oder Private die ganze Bevölkerung aufruft, hey, reiche Projekte ein, eure Quartierstrasse, euren Vorplatz umzugestalten und dann tun wir die prämieren. Das darf ich eigentlich als Vertreter der Stadt gar nicht ins Spiel bringen, aber wir haben es trotzdem jetzt da drauf. Guerilla-Aktionen mit Seedbombs, wo man einheimische Samen verstreuen an potenziell schönen Orten und die wachsen lässt. Und wer das macht, müssen wir dann schauen. Und auch mir persönlich wichtig ist eigentlich, dass wir im Rahmen von so einem Projekt einen Aufruf machen könnten, hey, meldet uns Flächen, die ihr nicht braucht, die brach liegen, wo wir für ein paar Jahre bespielen oder für ein paar Monate bespielen. Das wird jetzt so eine Kultur sein. Oder ich kann es auch sagen, begrünen. Wir würden die Flächen sammeln und würden Vereine, Naturschutzvereine, Schulen anbieten, hey, geht auf die Fläche, wo pflanzen, machen einen Aufenthaltsort, den ihr gerne aufhaltet, was auch immer. Und wir haben das erblühende Brachen genannt, das Teilprojekt. Ihr seht, wir sind kreativ gewesen, wir haben viele Ideen aufgebaut. Es ist auch ein komplexes Projekt, auch wenn es analog ist, aber es ist komplex. Weil es sind ganz viele Akteure herum, ganz viele Flächen, die man beachten muss, ganz viele Regulationen, die man beachten muss. Wir würden darum vorschlagen, mit einem kleinen Pilotprojekt anzuhören, mit einer Berufswahlschule, wo man eigentlich schon das Commitment hat, ja, wir möchten gerne etwas umsetzen. Das kann man eigentlich schon aufs nächste Jahr realisieren. Und auch ein darauf folgender oder paralleler Schritt wäre, abzutasten, wo finden wir Verbündete in der Stadt Wetzikon würden. Also ein Projekt mitmachen. Damit man Projektstruktur aufbauen, Finanzierung auf Beine stellen, Plattform bereitstellen und dann schon ab Herbst 2024 ganz konkret die Größe Projekte einsteigen. Hast du noch eine? Oh, jetzt als kleiner Spass noch, da haben wir mit unserem Hacker können zusammenarbeiten. Das ist ein Screenshot von der Bahnhofstrasse in der Blumenstadt Wetzikon. Und wir haben uns auch in St. Gallen überlegt, wie könnte es denn auch aussehen. Und heute Nachmittag um 4:15 Uhr haben wir von unseren Mithackern die Visualisierung bekommen von der Bahnhofstrasse. Wie es eben schon in ein paar Monaten wird aussehen. Vielen Dank für die blumigen
und tollen Ideen. Und vor allem bin ich gespannt, wer von den Stadträten die Seedbombs wird abwerfen und den Mut findet. 6 Challenges haben wir am Start und das ist die 6. und letzte. Wendet sich an die älteren Wetzikerinnen und Wetziker, weil da gibt es einen Haufen Bedarf und einen Haufen Fragen und einen Haufen Aktivitäten, die man will angreifen will. Und darum auf der Bühne bei uns Barbara Hürlimann. Willkommen auf der Hackathon-Bühne. Ja, guten Abend miteinander. Es freut mich sehr, Ihnen die letzte Challenge vorstellen bzw. unsere Resultate zu präsentieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind 60, 65, Sie scheiden aus dem Berufsleben aus und denken, was könnte ich machen? Ich will meiner Frau nicht auf die Nerven gehen, ich will mich vielleicht noch sozial betätigen. Ich habe vielleicht aber auch ein Problem gesundheitlich. Ich fühle mich einsam und so weiter. Wo gehen Sie hin? Jetzt gehen Sie vielleicht auf die Homepage von der Stadt Wetzikon und finden da, wie wir es jetzt dargestellt haben, auf der linken Seite relativ unattraktiv die sehr guten Angebote von Wetzikon aufgelistet. Und das möchte ich wirklich betonen und ich glaube, das darf ich betonen. Ich arbeite erst seit dem Februar in Wetzikon. Die Angebote sind wirklich toll. Aber es ist nicht sehr attraktiv und man findet nicht sehr einfach die geeignete Dienstleistung, die man braucht. Und, das ist ganz wichtig, 74% der Bevölkerung 60 plus ist digital unterwegs. Also möchten wir doch das zusammenbringen, weiterhin gute Dienstleistungen in der Stadt Wetzikon anbieten und die auch so darstellen, dass Seniorinnen und Senioren die Dienstleistungen auch benutzen. Das war das Ziel dieser Challenge. Die App die soll aber nicht so sein, dass man einmal drauf geht und dann ist sie wieder langweilig und man findet, ja, ist doch nicht so das Wahre, sondern sie soll wirklich die Aufmerksamkeit auch halten, interessieren, informieren. Sie soll darum einfach sein, übersichtlich sein, allenfalls sprachgesteuert sein. Sie soll sich wirklich an die Bevölkerung 60 plus richten. Sie soll aber auch ermöglichen, dass man sich einfach kann für Angebote der Stadt Wetzikon anmelden kann. Ich mache ein Beispiel Mittagstisch. Jetzt ist es relativ mühsam, wenn man muss anrufen, den Mitarbeitenden von der Fachstelle Alter sich dort telefonisch einen Termin reservieren, den auch wieder abmelden, wenn man nicht teilnehmen kann. Zukünftig soll das mit einem Klick möglich sein. Es soll aber auch eine Win-Win-App geben, die auch der Stadtverwaltung ermöglicht, einfacher ihre Angebote unter die Leute zu bringen. Bei der Entwicklung dieser Senioren-App sind wir dann aber irgendwie darauf gekommen, dass wir die Senioren nicht möchten als Silo betrachten, sondern dass wir die ganzen gesellschaftlichen Anliegen möchten unter einen Hut bringen, weil es heisst ja auch Abteilung Gesellschaft und die hat diverse gesellschaftliche Bedürfnisse. Die Bedürfnisse, da haben wir verschiedene Zielgruppen, Anspruchsgruppen vom Kind bis zum Alter, die haben alle ihre Bedürfnisse. Aber die alle sollen können auf ein Portal zugreifen. Das ist hier unser Wetzikon-Portal. Das ist die Stadtverwaltung mit ihrem Angebot. Weil wir möchten ja als Stadt für die Wetzikon tätig sein. Also vom Wetzikon für Wetzikon. Und man soll können zu uns kommen auf verschiedene Wege. Man soll können chatten, man soll telefonieren können. Man soll ein Mail schreiben, aber man soll eben auch vorbeikommen. Das ist auch etwas, was man in der nächsten Zeit lancieren würde. Oder eben uns über die App kontaktieren. Die App soll aber nicht nur eine Einwegkommunikation sein, sondern wir möchten eben auch, dass sich die Leute in diesem Raum bewegen können, mit den Austauschräumen. Dass ein digitales Quartierwohnzimmer entstehen kann, dass man Einsamkeit im Alter verhindern kann. Weil das sind so diverse Punkte,
Konflikte oder diverse Gefahren, die bestehen im Alter, wenn man eben nichts mehr zu tun hat, dann tut man vielleicht die Zucht abdriften, man wird krank, man ist einsam, man fühlt sich allein, wird auch armutsgefährdung ist ein Thema. Und darum möchten wir das in dem Sinn ermöglichen, dass man vielleicht auch, wenn man von zu Hause aus möchte, Kontakt suchen, das dann eben auch kann. Ja, und um das können machen, haben wir das Glück gehabt, mit dem Erfinder, sage ich jetzt einmal, von der Jugend-App Kontakt aufzunehmen. Weil für die Jugend-App hat man schon so etwas gemacht und das möchten wir jetzt eben in eine Gesellschafts-App umwandeln, möchten dann alle Anspruchsgruppen erreichen, also wegkommen von dem Silo-Gedanken zu einem gesellschaftlichen Gedanken, möchten aber weiterhin analog und digital uns mit der Anspruchsgruppe können unterhalten. Ich möchte aber auch die Verwaltung ein bisschen Schubs geben, dass eben die Verwaltung auch näher an die Bevölkerung angeht und keine Scheu mehr hat. Dass man so sagt, man tut miteinander zusammen, in dem Sinn Gemeinde at home. Das heisst jetzt nicht, dass man immer heimgeht zu den Leuten, das ist eine mögliche Variante zum Kontakt haben, aber dass man nach ist bei der Bevölkerung. Und dass man es auch mit der neuen Webseite, die die Stadt entwickelt, kann verknüpfen. Und wie könnte das aussehen? Das ist so ein bisschen ein Prototyp, wo wir eben so eine Jugend-App als Vorbild genommen haben. Man sieht hier auf der linken Seite die Jugend-App von Wetzikon. Das ist alles auf der gleichen Plattform in verschiedenen Städten sichtbar. Also man sieht hier zum Beispiel Bern, die haben das anders dargestellt. Wir haben hier andere Städte, die das gebracht haben. Wir haben hier Bayreuth, wir haben Bern. Wir haben hier als Säuzach als Beispiel, wo man hier schon verschiedene Kacheln sieht. Dann können wir zum Beispiel das auch in der Stadt Wetzikon machen mit Jugend, Alter. Wir können es mit Kleinkindern ergänzen, dass eine App für alle Gesellschaftsschichten entsteht. Und wie sieht das weitere Vorgehen aus, wenn wir uns das vorstellen? Wir möchten das konkretisieren mit dem Verein Jugendarbeit Digital, der die Jugend-App kreiert hat. Wir möchten aber auch eine Peer-Gruppe bilden mit allen Anspruchsgruppen, wo wir das aufbereiten können und einen Prototyp für Wetzikon erstellen und selbstverständlich in Absprache sein mit der Webseite von Wetzikon. Das wäre so unsere Planung und wir glauben fest daran, dass sich der Challenge auch verwirklichen lässt. Und zwar relativ einfach. Und wir hoffen, dass wir in einem Jahr dann auch schon gute Resultate können präsentieren können. Merci vielmals. So, ihr schnauft schon durch, es wird langsam ein bisschen frischer und der Abend steht vor der Tür und das hat einen würdigen Abschluss vom Smart City Hackathon verdient. Bevor es in Apro geht, Stefan Lenz, du hast jetzt all die Ergebnisse gehört nach langer Vorplanung und ich bin gespannt, was für ein Fazit du am Schluss kannst mitgeben und wo du die Reise bis zum nächsten Hackathon her auch siehst. Ja, danke vielmals, Judge, für die Möglichkeit, die Auswahl an uns zu richten. Eben 42 Stunden haben wir uns mit Kreativität auseinandergesetzt, haben mit diesen 6 Challenges geschafft. Und das ist eine von den grossen Verantwortungen mit diesen Hackathons, dass das kein Strohfeuer ist. Und das war mir auch von Anfang an ganz wichtig, als Projektleiter von dieser Smart City Wetzikon 2023 gereist, dass eben nicht ein Strohfeuer entsteht und nach diesen 42 Stunden steckt das Objekt aus. Und das Ganze fällt eigentlich wieder in sich zusammen. Das wäre schade für die Ressourcen, die man investiert. Es ist dann die Verantwortung jetzt von uns, von der Stadt Wetzikon 6 Challenges mit auf die weitere Reise zu nehmen und die Projekte konkret weiterzuentwickeln. Das heisst, verschiedene Sachen im Rahmen der neuen Webseite in den Projektplan zu integrieren. Und darum haben wir auch die Partner alle mit dem Bord gehabt, aber auch im Bereich des Baues mit Freisichten weiterzuspielen, weil es dort darum geht, die Partizipationsverfahren den Leuten auch zu zeigen, nicht nur die Historie mit dem Römerkastell, sondern eben auch führen zu schauen und beispielsweise in einem Masterplan Untermetzigen zu zeigen, wie die Stadt von der Zukunft sich dort kann entwickeln kann. Alles in allem, ganz wichtig, Smart City entwickelt sich nie allein in der Stadtverwaltung. Smart City lebt eben davon, da haben wir wieder Blumenstadt ganz schön gesehen,
dass eine Smart City sich mit den Bürgern, mit den Einwohnern entwickelt. Und das ist mir auch ganz wichtig im Ausblick. Die Projekte, die wir hier haben, die leben davon, die Betroffenen zu Beteiligten machen. Das heisst, sie alle als Einwohner, Besucher von Wetzikon wieder in den Prozess zu involvieren, dass unsere Stadt sich entsprechend weiterentwickeln kann, dass sie mit dieser Stadt smart miteinander gestaltet, wo wir auch wohnen tun. Ich bin sehr glücklich mit dem, was mit diesen 6 Challenges wirklich erarbeitet worden ist. Wir waren kleine Teams, aber wir sind total schlagkräftige Teams und haben wirklich auf den Punkt die 6 Challenges weiterentwickeln, sodass wir für unser Projekt eine gute Basis haben. Wir hatten einen super guten Moderator gehabt, mit dem Giorgino Inagon, der immer wieder den Taktgeber gespielt hat und uns auch inspiriert hat, wie das entsprechend dazu gehört, dass das Smart City nicht immer nur ganz technisch ist, sondern auch eine wunderbare menschliche Seite hat. Von dem her auch herzlichen Dank, Giorgino, für deine Unterstützung, deine Moderation und den ganzen Anlass. Merci. Und jetzt haben wir glaube ich, einen Apéro verdient, der steht auch bereits dort hinten. Man kann den Apéro natürlich hier rein geniessen oder man kann auch die leicht windige Luft, kann man fast nicht sagen, aber auch die kühlere Luft draussen geniessen. Ja, schaut ein, zum kleinen Apéro, dann kann man ein paar Gedanken austauschen. Ich freue mich drauf.